Du möchtest physische Produkte, digitale Produkte oder auch Abonnements, egal ob physisch oder digital, verkaufen und suchst nach einer günstigen Alternative für einen eigenen Online-Shop, dann schau dir mal Selfie an. Selfie ist entsprechend, hat nichts mit dem Selfie-Stick zu tun. Nein, Selfie heißt einfach, dass du selbst Produkte online sehr einfach verkaufen kannst. Und das wirklich mit einer Plattform, die seinesgleichen sucht. Es ist sehr, sehr unbekannt noch, weil die kein riesen Marketingbudget haben, aber über 32.000 Leute nutzen das schon nachweisbar, was einfach Wahnsinn ist. Link dazu unter dem Video. Das Besondere ist, ihr habt 14 Tage kostenfreie Testversion und ihr könnt, wie gesagt, sehr, sehr viel damit umsetzen. Selbst so T-Shirt-Konfiguratoren etc. geht alles. Ihr könnt damit groß werden, ihr habt Integrationsmöglichkeiten und es ist wirklich egal, ob ihr Print on Demand, ob ihr physische Produkte, egal welcher Art, ob ihr digitale Produkte nutzen wollt oder ob ihr es vielleicht auch in eure bestehende Website integrieren wollt und den Shop so gesehen über Sellfy auslagert. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht und ich gehe das einfach mal kurz durch, wie das Ganze aussieht. Ihr habt eine einfache Oberfläche mit dem Drag-and-Drop-Editor und könnt wirklich ganze Shops damit aufbauen. Es ist egal, was ihr verkaufen wollt. Hier sind so ein paar Beispiele genannt. Es ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. Print on Demand auch super mit Schnittstellen. Und ihr habt die Möglichkeit, wirklich hier sehr, sehr gute Produkte zu verkaufen. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen mit anbieten. Hier habt ihr aber einen riesen Produktkatalog, der euch zur Verfügung steht und das Ganze wird auch noch immer erweitert. Es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht und vor allem, ihr könnt auch Subscriptions umsetzen, heißt einfach Abonnements, worüber ihr dann entsprechend, ja, egal ob in der neuen Webseite, im neuen Shop oder in der bestehenden Webseite es integrieren wollt, ihr könnt dann halt auch jede Woche, jeden Monat, alle 3 Monate, alle 6 Monate Leuten etwas zusenden, weil sie ein Abonnement abschließen. Und Selfie ist einfach sehr, sehr günstig und ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten dabei. Deswegen möchte ich euch einfach mal als Alternative für WooCommerce oder als Shopify geben, weil es einfach deutlich günstiger ist. Und hier fangen wir nämlich an. Bis 10.000 Umsatz im Jahr könnt ihr für 19 Dollar das buchen. Oder ihr habt die Business-Variante, wenn ihr jetzt 2 Jahres-Abo macht, für 49. Ich gehe mal auf die monatliche Variante und da seht ihr auch, es ist deutlich günstiger. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier Affiliate-Marketing zu machen und, habt diverse Sachen mit dazu. Und selbst die große Variante ist echt günstig. Und wenn ihr 200.000 Umsatz macht im Jahr, dann sind auch hier die entsprechenden Kosten wirklich egal. Wenn ich auf jährliche Zahlungsweise gehe, ist es deutlich günstiger. Seht ihr auch, klar. Und ihr habt eine Shop-Lösung, die mega funktioniert. Weil das nicht, noch nicht so groß ist, habt ihr den großen Vorteil, dass sogar der Support entsprechend sehr, sehr schnell reagiert und euch auch individuelle Anpassungen macht. Ihr habt natürlich auch Sachen mit dabei, wie E-Mail-Marketing und Co., Upselling, Affiliate-Marketing, ist alles mit da drin, Warenkorbabbrüche und. Das Ganze auf Deutsch auch übersetzbar natürlich, wie immer. Und ich möchte euch hier diesen Tipp einfach geben. Link unter dem Video dazu als Alternative für WooCommerce, für Shopify und wie sie alle heißen, für Wix und Co. Mein Favorit, wenn ihr kleine Shops bauen wollt, die auch die Möglichkeit haben, einfach integriert zu werden über eine Einbettungscode in eure bestehende Webseite, Blog. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das war's von mir. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und teilt auch gerne dieses Video, wenn ihr andere Leute kennt, die mal einfach für wenig Geld einen Online-Shop machen möchten. Das war's von mir. Viel Spaß beim Umsetzen. Umsatz kommt von Umsetzen und bis zum nächsten Video.